Ein herzliches Willkommen zu einer Sendung Eisberg voraus. Wir werden heute über die medizinische Missionsarbeit sprechen und dafür habe ich wieder den Timo Hoffmann eingeladen. Timo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung. Und danke auch, dass du zu dem Thema mit uns sprichst, denn ich weiß, medizinische Missionsarbeit liegt dir am Herzen. Du bist ja selbst medizinischer Missionar. Und dann möchte ich ein bisschen mit dir drüber sprechen. Also zum einen, was ist die medizinische Missionsarbeit? Was hat sie mit der Bibel zu tun? Welche Bedeutung hat sie in den letzten Tagen? Gibt es bestimmte Anwendungen, die wir heute umsetzen können, die für unsere Zeit vielleicht gerade relevant sind? Dann natürlich die Frage, wie wird man eigentlich medizinischer Missionar? Und was können wir in den Gemeinden heute tun, um diese Arbeit auch umzusetzen? Da fangen wir vielleicht einfach mal damit an. Was versteht man unter medizinischer Missionsarbeit? Also muss man sich darunter so Wunderheilungen vorstellen? Also kennen wir aus der Bibel? Hand wurde aufgelegt, Menschen wurden gesund. Ist es das? Ja, also es gibt auch natürlich auf der einen Seite, spricht die Bibel natürlich ganz klar über diese Heilungen, ja, wie du es gerade erwähnt hast. Medizinische Missionsarbeit geht aber jetzt nicht, sagen wir mal, so in diese Richtung, wie wir das oft heute mit Wunderheilungen vielleicht verstehen, wie das auch zum Beispiel jetzt in charismatischen Kreisen aufkommt. Ja. Gott hat gewisse Prinzipien, die er festgelegt hat, wenn es wirklich zu Heilungen kommt. Und wir hatten ja auch in einem unserer letzten Beiträge, als wir über die Prophetie gesprochen haben, da haben wir zum Beispiel diesen Text aus Jesaja Kapitel 8, Vers 20 erwähnt, wo es dort heißt, dass es muss alles letztendlich, wenn wir Wahrheit prüfen wollen, es muss hin zum Gesetz und hin zu den Propheten, also was geschrieben steht, hindeuten immer wieder. Das hat etwas quasi mit Gehorsam zu tun, dieser ganze Prozess. Also wir sprechen nicht über diese Art von Wunderheilungen, sondern wenn wir über medizinische Missionsarbeit sprechen, sprechen wir eigentlich von einfachen, natürlichen Heilmethoden, die Gott gegeben hat. Und die jetzt nicht irgendwie in dem Prozess, wenn man mit den Menschen arbeitet, den Menschen, also den Körper irgendwie schwächt oder durch starke Wirkungen, wie zum Beispiel von Medikamenten, den Körper irgendwo ja, herausfordert, sondern es sind natürliche Mittel und Wege, die Gott zum Beispiel, wenn wir jetzt in das erste Buch Mose hineinschauen, in den ersten beiden Kapitel, findet man das dort zum Beispiel im Garten Eden. Ja? Man findet dort die ursprüngliche Ernährung, die Gott gegeben hat, die ursprüngliche Bewegung, zum Beispiel Gartenarbeit, ja, die Adam und Eva gegeben wurde, Sonnenlicht. Alle Es diese Dinge. ist überhaupt mal interessant, ne, zu wissen, Adam und Eva, man stellt sich ja manchmal so vor, sie waren im Paradies, sie mussten nichts tun, sie saßen die ganze Zeit irgendwie auf der faulen Ja. Haut. Das Gegenteil ist der Fall. Also sie hatten Ja. eine Arbeit bekommen Ja, absolut. Gott und wusste sollten in den schon Garten damals, fliegen. ne, wie wichtig das war und wie sie das genossen haben. Ne? Und dann an frischer Luft, Sonnenschein. Also eigentlich alle diese Aspekte, wo ihr auch sicherlich hier auf Amazing Discovery schon oft drüber gesprochen habt. Wir fassen das oft zusammen mit diesem Akronym New Start. Oder diese acht Erze sprechen wir darüber. Und das Ziel der ganzen Arbeit, das ist ja eine medizinische Missionsarbeit. Es geht jetzt nicht nur einfach darum, dass ich jetzt quasi einem, der jetzt irgendwo Not hat, körperlich helfe, sondern das Ziel dieser Arbeit ist, den Menschen letztendlich zu Christus zu führen. Weil letztendlich, wenn ich jetzt jemanden habe, der krank ist und ich helfe ihm, ja, dass er letztendlich seine körperliche Gesundheit wieder erlangt, wenn dieser Mensch Christus am Ende des Tages nicht annimmt, bringt ihm das zwar für dieses Leben etwas, dass er irgendwo körperlich irgendwo vielleicht wieder fitter ist, aber wenn er seine Gesundheit nicht in Christus findet, seine Vergebung nicht in Christus findet, also das ein ganzheitliches Konzept darin sehen, dann produziert man letztendlich halt gesunde Sünder. Ja? Aber nicht letztendlich, dass der Mensch wirklich die Vergebung in Christus findet. Also daher unterscheidet sich das schon von Wunderheilungen, sondern es ist dafür da letztendlich, dass Gott verherrlicht wird, dass der Mensch Erlösung findet in Christus. Und es ist einfach praktisches Evangelium. Also zu zeigen, Nächstenliebe zu zeigen, ja? Das Evangelium wirklich auszuleben, Menschen, die leiden, Nöte zu stillen. Und da unterscheidet Gott schon, weil es gibt halt viele Heilmethoden in der Welt da draußen. Ja? Viele Ideen, Ansätze, aber letztendlich gibt es nur eine Heilmethode, die der Himmel sozusagen billigt. Und da sprechen wir halt über medizinische Missionsarbeit, die natürliche, einfache Heilmethoden benutzt, die aber letztendlich zum großen Arzt Jesus Christus hinweisen. Also es geht nicht nur darum, also den Menschen die Gesundheit zu geben, sondern es geht darum, den Menschen wirklich auf das ewige Leben Ja, darauf vorzubereiten. ja. Dass er das am Ende erhält. Also was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Absolut. ewiges Leben verliert? Ja, und das versteht die Bibel eigentlich auch unter Gesundheit. Ja? Also
klar möchte Gott, dass wir körperlich gesund sind, aber ihm geht es halt, dass wir natürlich, was nützt es dem Menschen jetzt, wenn er körperlich super fit ist, aber keine Ahnung, irgendwie unter Depressionen leidet oder sonst irgendwas hat und seinen Frieden mit Gott nicht hat. Ja. Also da, also die medizinische Missionsarbeit ist also nicht nur, also es geht da nicht um Wunderheilung, sondern es geht darum, wirklich den Menschen so vorzubereiten, dass er sich mit Gott verbinden kann. Ja. Und sind auch vielleicht noch ergänzend zu sagen, in diese Methoden, die man benutzt jetzt, worüber wir ja noch sicherlich sprechen werden, sind auch einfach Dinge, die du auch wissenschaftlich irgendwo nachweisen kannst. Ja? Wo du auch, ja, wo du das zum Beispiel physiologisch im Körper nachvollziehen kannst, dass das Sinn macht. Ja? Dass das jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Hokuspokus ist, sondern wo du wirklich nachvollziehen kannst, okay, wenn ich jetzt, ich sag jetzt mal, irgendeine gewisse Anwendung mache, weiß ich, okay, diese Anwendung hat die Auswirkungen jetzt zum Beispiel in meinem Körper. Also es macht Sinn, ja, was deinem Körper passiert. Ja. Ist interessant, wo du das sagst über die Physiologie. Ja. Ellen White schreibt, dass unsere Kinder ganz früh mit der Physiologie in Kontakt kommen sollen. Die sollen also die Physiologie schon studieren, schon im Kindesalter, um zu verstehen, wie das zusammenhängt. Also was passiert, wenn ich bestimmte Nahrung in meinen Körper tue, was passiert, wenn ich mich so und so ernähre oder so und so lebe, den Lebensstil, was passiert dann genau in meinem Körper? Genau. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich als Kind Physiologiestunden hatte, also auch nicht in der Grundschule oder so. Aber es wäre interessant, oder? Von Anfang an, erste Schuljahr schon, Physiologie mit einzubauen. Ja, und diese Arbeit, wo du das gerade jetzt sagst, fällt mir jetzt ein, das weist halt auch letztendlich auf Unterweisung hin. Also dass der Mensch wirklich versteht, warum wird er eigentlich krank? Ja? Von Ursache auf Wirkung zu schließen. Und deshalb auch Physiologie zum Beispiel, dass ich auch ein Bewusstsein bekomme, wie ich eigentlich mit diesem Tempel Gottes, der teuer erkauft wurde mit Jesu Blut, wie ich eigentlich damit umgehe. Also ich kriege ein größeres Empfinden für meinen Körper, damit wirklich zu Gottes Ehren umzugehen. Haben wir denn überhaupt die Idee, also von der medizinischen Missionsarbeit, diese Idee in der Bibel, finden wir die überhaupt? Du hast gerade schon erwähnt, also bei Adam und Eva kann man so vermuten, Gott hat es so gemacht. Gibt uns irgendwie so ein bisschen Beispiel. Aber so in der großen Bibel finden wir irgendwo so die Stellen, wo wirklich so gearbeitet wurde. Also das größte Beispiel haben wir natürlich mit Jesus selbst direkt. Also er ist der große Arzt. Ja? Wenn du anschaust, Jesus hat mehr geheilt letztendlich, wenn man die Evangelien mal durchliest, gezielt mit dem Ziel zu gucken, okay, was berichtet die Bibel? In den meisten Fällen natürlich hat Jesus auch gepredigt und gelehrt, aber eigentlich hauptsächlich hat er sein Werk darauf bezogen, dieses praktische Evangelium zu zeigen. Ja? Ist von Haus zu Haus durch die Städte gegangen, die Leute kamen zu ihm. Und es gibt auf der einen Seite, hat Jesus sozusagen Heilungen getan, wie man das jetzt als Wunderheilungen vielleicht manchmal auch versteht, in dem Sinne, also dass er einfach quasi gesprochen hat. Ja? Sein Wort war ja immer die Grundlage, so steht es geschrieben. Hat den Leuten gesagt, okay, ja, du bist wieder gesund und hat blinden Augen geöffnet und so weiter. Aber es gibt auch Beispiele, wie zum Beispiel Johannes Kapitel 9, Vers 6, wo mit dem Blindgeborenen, wo er halt hingeht und er spuckt quasi auf den Boden und er vermischt quasi seinen Speichel, wo ja Enzyme auch drin sind, die heilend sind. Jeder kennt das vielleicht, wenn ich jetzt irgendwie so eine Wunde habe oder so, dann steckt man zum Beispiel schon mal einen Finger in den Mund. Ja? Oder weil es irgendwie so ein natürlicher Reflex ist, aber das hat sogar Sinn, ja? Weil da zum Beispiel in dem Speichel Enzyme drin sind, die halt wieder heilend sind. Das heißt, Jesus hat zum Beispiel sein Speichel da genommen, hat den Boden genommen, also Ton jetzt zum Beispiel, hat wie so eine Heilerdepackung quasi gemacht. Nun, darf ich jetzt nicht verwechseln, ist vielleicht auch wichtig dabei zu sagen, es ist jetzt nicht alleine das Mittel, was Jesus benutzt hat. Ja? Natürlich sind da Wirkstoffe drin, aber letztendlich war es immer der Glaube der Menschen in Christus und auch in diese natürliche Heilmethode, das letztendlich die Heilung gebracht hat. Also Jesus hat quasi beide Aspekte benutzt. Ja? Dass der Blinde sehen konnte, lag jetzt nicht an der heilen Wirkung der Erde. Ja, es hat schon einen Effekt natürlich, ja. Also wie ich sagte, zum Beispiel sind Enzyme drin, in der Erde sind Nährstoffe drinnen, Organismen drinnen, die heilend wirken. Ja, wir können auch heute Heilpackungen machen mit Heilerde oder anderen Dingen. Das hat natürlich eine Auswirkung. Aber letztendlich, dass es zu einer wirklichen Heilung kommt, dass der Mensch dann auch zur Vergebung kommt. Ja, weil Christus hat niemals das Evangelium sozusagen, oder anders ausgedrückt, hat die Gesundheit niemals vom Evangelium getrennt. Also er ist nicht rumgegangen wie ein Wunderheiler und hat die Leute einfach nur geheilt. Ja? Und die Leute sind dann hinterhergelaufen, weil er der Wunderheiler war.
Nein, er hat den Leuten auch gezeigt, warum sie krank geworden sind. Ja? Viele Leute, wenn wir zum Beispiel an den einen Mann erinnern, der von dem Dach da runtergelassen wurde, von seinen Freunden, da hat er ihnen gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt also, da war auch Unterweisung drin, den Menschen klarzumachen, schau mal, du bist krank geworden wegen der Übertretung der Gesundheitsgesetze, die ich dir gegeben habe. Und er sagt er zum Beispiel zu dem, an einer Stelle sagt er ja dann zu dem Gelähmten, der an dem Teich Bethesda dann war, sagt er zu ihm, er soll, wo er ihn nachher dann nochmal im Tempel trifft, sagt er zu ihm, warnt er ihn quasi davor, nicht wieder zurück in die Sünde zu gehen, damit er nicht wieder so krank wird. Ja, weil Gott natürlich will, dass wir körperlich funktionieren, damit wir ihm aber auch besser dienen können und geistlich natürlich auch klarer sind. Also man sieht das sehr deutlich in dem Beispiel Jesus, aber auch, du hast andere Beispiele, zum Beispiel in 2. Könige Kapitel 5 hast du den Aramäer Naaman, ja, der dort von Elisa aufgerufen wird, dass er sich 7-mal im Jordan untertauchen soll, der war aussässig. So, jetzt hätte er ja auch sagen können, ja gut, was soll das jetzt, ja? Warum soll ich mich 7-mal im Jordan untertauchen? Ist das irgendwie heiliger wie bei mir im Land? Sind nicht alle Flüsse in Aram besser als der Jordan? Genau, richtig, sagte er. Aber da sieht man auch an diesem Aspekt, dass Gott einfach schauen wollte, glaubst du mir? Ja? Mhm. Bist du gehorsam? Machst du das so, wie ich es dir angewiesen habe? Also man sieht dieses Bild, durchweg gibt noch mehr Beispiele in der Tür, aber man sieht es durchweg in der Bibel. Ja. Mhm. Also Medizin und Evangelium, also die medizinische Arbeit und das Evangelium kommen zusammen. Ja. Beispiele hast du viele genannt. In der ersten Gemeinde war das auch so. Also haben die Apostel auch Zeit darauf verwendet, Menschen gesund zu machen, Menschen zu heilen? Haben sie auch medizinisch-missionarisch gearbeitet? Ja, absolut. Ich meine, man sieht jetzt nicht so viele Stellen im Neuen Testament im Sinne von, jetzt im Vergleich zu Jesus oder so, aber man sieht genug Stellen, Jesus hat sie ja auch beauftragt, ja. Hat ihnen gesagt, sie sollen in die Welt gehen, sie sollen die Menschen lehren, alles, was er ihnen gesagt hat. Und er hatte sie ja auch, wenn wir zum Beispiel Matthäus, ich glaube, das Kapitel 4 hineinschauen, ich glaube, Vers 18 ungefähr, wird ja auch quasi aufgezeigt, dass Jesus diesen Auftrag gegeben hat, dass sie lehren sollten, dass sie unterrichten sollten und dass sie heilen sollten. Mhm. Das heißt also, die Jünger oder die Apostel hatten auch wirklich auch diese Gabe, auf der einen Seite, dass sie wie bei Jesus wirklich gesprochen haben. Die Leute sind dann im Glauben gesund geworden, ja, oder sind an ihm vorbeigegangen. Fiel der Schatten. Genau, der Schatten Petrus fiel. Ja. Oder das Schweißtuch von Paulus. Also das waren sie, wie die vom Heiligen Geist quasi erfüllt waren. Ja. aber auf der anderen Seite haben die auch, zum Beispiel Paulus gibt den Ratschlag an Timotheus, ja, etwas unfermentierten Wein quasi zu sich zu nehmen für die Bauchschmerzen und so weiter. Also du siehst dort Aspekte, wie bei Jesus. Ja. Beide Aspekte sind quasi dort genannt, dass auch wirklich die natürlichen Dinge, die Gott quasi in der Schöpfung gegeben hat, sei es jetzt durch Kräuter, durch Wasser, durch Luft, Sonnenschein, alles das, durch die Ernährung, dass sie das auch gebraucht haben. Und Paulus war ein Gesundheitsreformer zum Beispiel. Ja? Also wenn du schaust, er sagte, 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, tut alles zu Gottes Ehre. Und wir sind ja aufgerufen, Gott die Ehre zu geben. Gerade jetzt in dieser letzten Zeit, in der dreifachen Engelsbotschaft, heißt es doch in Offenbarung 14, Vers 7, fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre. Also Gott ruft uns schon auf, dass wir mit diesem Tempel ordentlich umgehen, sagt Paulus uns auch in 1. Korinther 6 und 1. Korinther Kapitel 3. Also der war ein Gesundheitsreformer gewesen. Der hat nicht einfach nur das Evangelium in dem Sinne gepredigt, sondern der hat Gesundheit und das Evangelium zusammengebracht. Das ist ein interessanter Aspekt. Also viele sagen das ja auch von Johannes dem Täufer, dass er auch einfach gelebt hat, kräftig genug zu sein für seine Arbeit. Wir wissen von unseren Pionieren, also damals aus der Miller-Bewegung, kam später auch so eine Gesundheitsreformbewegung hervor. Welche Bedeutung hat überhaupt diese Arbeit jetzt für unsere Tage? Also wir würden ja sagen, heute sind wir medizinisch schon sehr weit. Heute, wir waschen unsere Nahrung, die Lebensmittel, die wir bekommen, sind eigentlich industriell irgendwie gereinigt worden oder wie auch immer. Also unsere Gesetze, zumindest in Deutschland, sind so sehr streng, zumindest in Nahrungsmittelüberwachung. Wir haben Sportstudios und die Möglichkeiten, überall Fitness zu machen. Also es gibt irgendwie scheinbar heute viele Möglichkeiten, sozusagen gesund zu bleiben. Hat diese Botschaft heute noch Relevanz für uns? Also in biblischen Zeiten bestimmt auch die Reinheitsgebote der Juden zum Beispiel, was man essen soll, was man nicht essen soll. Das war bestimmt wichtig für die Juden damals. Aber ist das noch interessant für uns heute? Also welche Bedeutung, glaubst du, hat diese medizinisch-missionarische Arbeit heute noch? Also ich denke, dass es eine große und immer größere Relevanz bekommt, weil es stimmt zwar auf der einen Seite, was auch positiv ist, viele Dinge, die Bibel, spricht ja zum Beispiel sehr viel über Hygiene. Ja? Jetzt leben wir gerade diese Corona-Zeiten und dann werden dann irgendwelche Hygieneprinzipien oder Konzepte, dann muss man haben.
Das sind also eigentlich alles Dinge, die du in der Bibel findest und was auch gut ist, was Einklang genommen hat viel in die Gesellschaft. Aber die medizinische Missionsarbeit, wie ich auch am Anfang sagte, letztendlich hat ja nicht den Zweck alleine, die Menschen jetzt nur körperlich gesund zu machen. Ja? Sondern halt wirklich aufzuzeigen, dass sie letztendlich ihren Frieden mit Christus kriegen. Und das siehst du halt heute. Ja? Also ich weiß nicht, wie viele, die Krankheiten nehmen ja extrem zu, Depressionen nehmen extrem zu. Ja? Obwohl wir immer mehr Zeug haben sozusagen, die Menschen haben keinen Frieden mit Christus. Ja? Die müssen irgendwelche Sachen machen, Bungee-Jumping oder was weiß ich, um irgendwie eine Fülle zu erfahren im kurzen Moment. Aber dieser bleibende Friede bleibt halt aus. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir diese Arbeit, wie Jesus sie aufgetragen hat, dass wir sie letztendlich auch heute noch tun. Und weil sie auch sozusagen mit dem Abschluss des Werkes zu tun hat. Ja? Wenn man zum Beispiel in Jesaja Kapitel 58 hineinschaut, ja, es ist das, sagen wir manchmal so unter uns Adventisten, es ist das medizinisch-missionarische Kapitel. Weil es halt einfach, man sieht, wenn man Jesaja 58 studiert in die Tiefe, wie viel das letztendlich mit dem Abschluss des Werkes zu tun hat, mit dem lauten Ruf, mit dem Spätregen zu tun hat, mit dem Siegel Gottes. Der Sabbat wird dort verkündigt. Und Gott erklärt eigentlich, was Gott unter wahrem Fasten in dem Sinne versteht. Und dort wird medizinisch-missionarische Arbeit beschrieben. Also es ist ein ganz wichtiger Aspekt für unsere Zeit heute. Wie muss man sich diese Arbeit denn vorstellen? Also wie würde so eine medizinisch-missionarische Arbeit in den Gemeinden vielleicht heute oder auch in Zukunft aussehen? Also wenn sie wirklich nach biblischem Prinzip sozusagen durchgeführt wird. Ja, also ich denke, dass erstmal bei uns grundsätzlich, jetzt wenn wir auf unsere Gemeinde sich jetzt beziehen, da einiges getan werden muss, dass wieder... Ich sage das jetzt mal, ich drücke das mal so aus, die Theologie dieser Mission verstanden werden muss. Also wir haben das ja manchmal so in den Köpfen, okay, wir sehen jetzt irgendwie ein adventistisches Krankenhaus und dann sagen wir, okay, wir machen hier medizinische Missionsarbeit. Wenn wir aber die Prinzipien in der Bibel anschauen, diese natürlichen einfachen Heilmethoden und dann auch den Geist der Weissagung noch hinzunehmen und schauen, wie die Arbeit eigentlich beschrieben ist und das studieren, dann muss man einfach erkennen, dass vieles in den Bereichen, wo wir vielleicht medizinisch unterwegs sind, und es mögen liebe Geschwister sein, die ihr Bestes geben, darum geht es gar nicht. Aber es hat in vielen Aspekten sehr wenig bis teilweise gar nichts mit der medizinischen Missionsarbeit zu tun, wie sie uns eigentlich aufgetragen wurde. Und ich glaube auch, das muss ich einfach ehrlich sagen, ich glaube auch, dass das ein Punkt ist, wo die Gemeinde, wo wir als Gemeinschaft wirklich Buße tun müssen, wo wir umkehren müssen, dass wir wieder dahin zurückkommen, wo Gott uns eigentlich haben will, damit er uns segnen kann, weil es dient ja auch unserem Charakter, diese Arbeit, aber damit wir dann auch Licht sein können da draußen in der Welt. Mhm. Ist es nicht auch so, dass wir in den letzten Tagen, also auch in der Zeit, in der wir leben, auch Wunderheilung erleben? Also es gibt viele Heilungen in verschiedenen Kreisen in der Welt, auch in verschiedenen Religionen, verschiedenen Ethnologien. Es ist die Frage, wie unterscheide ich jetzt? Also ist nicht der Teufel auch in der Lage, Menschen zu heilen? Er kann sie krank machen, kann sie wieder gesund machen. Wie unterscheide ich jetzt, ob das eine Heilung von Gott ist oder eine spiritistische Heilung? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil ich denke, gerade in der Endzeit, Satan wird sehr viel über Täuschungen arbeiten. Und natürlich ist er ein Engel des Lichts. Er wird tun, als sei er quasi der Gute. Ja? Und wie tust du das? Natürlich auch über Menschen zu heilen. Aber letztendlich kann Satan erstmal, um zu verstehen, er kann halt krank machen und dann diese Krankheit wieder wegziehen und sieht es aus, als wäre es eine Heilung gewesen. Wir müssen natürlich das Prinzip von Jesaja 8, Vers 20 wieder sehen, ob das dann letztendlich dahin führt, dass es zum Gesetz führt und zu dem, was geschrieben steht. Ich glaube aber, so sehr es auch quasi Gott den Auftrag gegeben hat, diese Arbeit zu tun und wir auch, denke ich, auch in den letzten Tagen durch die wahren Gläubigen auch Heilungen erleben werden im Sinne von, dass man, keine Ahnung, Hand auflegt, mit den Leuten betet und so weiter. Obwohl das auch geschehen wird, glaube ich dennoch, dass Gott nicht sehr viel über diese Heilungen arbeiten wird in den letzten Tagen, sondern mehr über diese Prinzipien der natürlichen, einfachen Heilmethoden. Weil letztendlich, Gott wird auch durch diese Arbeit die Ehre gegeben. Ich kann mir nicht die Ehre dafür geben, ja, wenn ich jemandem sage, nimm was Knoblauch, nimm was Holzkohle oder was weiß ich, ja, mach eine Wasseranwendung. Die Ehre geht da zu Gott. Und ich glaube, dass Gott in dem Sinne, das ist meine Überzeugung, und wir lesen das tatsächlich auch im Geist der Weissagung, schreibt es ja darüber, dass diese Heilungen in dem Sinne
nicht mehr so stark von Gott gebraucht werden, weil Satan das kopieren wird, um dann letztendlich seinen Irrtum hineinzuführen, um die Leute abzuweisen vom Gesetz und von dem, was geschrieben steht. Und dass Gott die wahre medizinische Missionsarbeit letztendlich in den Fokus stellen wird und dass die Treuen am Ende, die übrigen, über diese Arbeit letztendlich arbeiten werden. Also ich denke, dass da die Betonung drauflegen wird. Mhm. Ja. Ich glaube, wir wissen ja, dass zum Ende der Zeit die Arbeit eingeschränkt wird, also gesetzlich. Jetzt ist es so, dass sich viele Gemeinden wahrscheinlich, das hatte ich jetzt vor ein paar Wochen, glaube ich, das war schon Monate her, mit dem Gabriel Maurer mal drüber gesprochen, auch in so einer Sendung. Und er sagt, es wird am Ende wohl so aussehen, dass sich die Gemeinden sehr einzeln, so in kleinen Gruppen verstreut treffen werden. Man hat vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit zu streamen, so was wir jetzt gerade machen, gar nicht mehr die Möglichkeit, einen großen Gottesdienst zu feiern. Ja. Und ich glaube, genau für die Zeit ist die Arbeit unglaublich wichtig. Also, denn wenn es Kontaktbeschränkungen gibt und all solche Dinge und die Menschen einfach nicht mehr, vielleicht sogar depressiv werden und viele Dinge wir ihnen einfach nicht mehr vermitteln können über den Stream, über das Internet, dann werden wir wieder wahrscheinlich so eine Haus-zu-Haus-medizinisch-missionarische Arbeit sehen. Absolut. Und ich glaube, heute ist die Zeit, wo wir uns darauf vorbereiten können auf sowas. Ja. Und da brauchen wir halt die richtigen Grundsätze. Also, wie funktioniert das? Genau. Da war meine Frage so ein bisschen an dich. Was sagt denn der Geist der Weissagung, also Ellen White, darüber, wie diese Arbeit vorangehen soll, also was wir machen können? Also sie spricht erstmal einmal davon, dass es, gerade im Kontext auch, was du gesagt hast, dass es die letzte Arbeit ist, die wir machen können. Dass alle anderen Wege der Missionsarbeit, also dieses, was du sagst, öffentliche Versammlungen, Gemeinde, öffentlich predigen, Evangelisation halten, das wird irgendwann zu einem Ende kommen, weil wir es nicht mehr machen können. Wir können jetzt, meinen YouTube-Kanal oder ihr mit eurem Medienministry, das wird irgendwann alles Stück für Stück eingeschränkt, bis es gar nicht mehr möglich ist. Und da ist die einzige Möglichkeit, dann wirklich noch mit den Menschen zu arbeiten und um halt auch Vorurteile abzubauen, ja, um Türöffner, sagt sie, zu haben, zu den Menschen, ist diese Arbeit, wie Jesus gearbeitet hat. Weil sie halt, wie gesagt, den Menschen wirklich die Nöte direkt anspricht und diese Vorurteile deshalb auch wegnimmt. Und es gibt viele Aussagen von ihr in ihren Schriften. Also sie macht auch die Aussagen, dass sie sagt, dass es der Türöffner ist, der quasi die Wahrheit auch in die großen Städte bringt. Mhm. Ja, also früher, du hattest eben unsere Pioniere erwähnt, wenn du da mal schaust, die haben nicht einfach nur Evangelisation gehalten, die haben doch auch vorbereitet in den Städten. Ja? Die sind hingegangen, die haben Gesundheitsvorlesungen gehalten, die haben die Leute dort gerufen, haben sie behandelt und so weiter und haben dann letztendlich das Wort gebracht. Ja? Also das ist eigentlich die Methode Jesus. Hat halt, ja, Ellen White spricht darüber, dass er nicht einfach rumgegangen ist und hat einfach gepredigt, ich bin der Messias, folgt mir nach, sondern hat auch die Beziehung mit den Menschen aufgebaut, hat geguckt, was haben die halt für Nöte. Ja? Hat ihnen gedient, hat sie zu Freunden gemacht, hat ihnen geholfen, hat dann letztendlich dann erst gesagt, folgt mir nach. Also die medizinische Missionsarbeit ist sehr, sehr wichtig, sehr essentiell. Wir sehen das im Leben Jesu und es ist für die Gemeinde sehr essentiell, gerade in den letzten Tagen. Und Ellen White, sie hat einiges dazu geschrieben, ja. Wenn ich mal gerade kurz hier hingreifen darf. Ich habe jetzt nicht alles mit mir mit, aber es gibt einige Bücher, die sie da geschrieben hat. Das ist zum Beispiel einmal das Buch Der Weg zur Gesundheit, ja. Ganz, ganz wichtiges Buch, was sie da geschrieben hat. Ich muss ja sagen, Ronny, als ich das erste Mal gelesen habe, ich kam nicht über das erste Kapitel drüber. Weil mich hat das so fasziniert, zu sehen, in was für einer mit was für einer Hingabe Christus gearbeitet hat. Da muss ich erstmal sagen, ich kam mir echt beschämt vor. Ja? Wie er wirklich von morgens bis abends den Menschen dort geholfen hat. Und dann ist es ein sehr schönes Buch, um wirklich wie ich eben sagte, die Theologie dieser Mission wirklich zu verstehen, dass das unsere Natur wieder mehr wird, was Gott eigentlich für uns möchte. Gibt es Bücher wie das Buch Bewusst Essen, Bewusst Leben. Ja, ist eine Kompilation von Zitaten von Ellen White, wo sie Aussagen dazu macht, aber auch in Verbindung mit nicht nur Physiologie, was du eben angesprochen hast, sondern was das auch mit der dreifachen Engelsbotschaft letztendlich zu tun hat. Dann gibt es einige Bücher wie zum Beispiel jetzt Medical Ministry, gibt es leider jetzt noch nicht im Deutschen, aber es sei trotzdem mal halt erwähnt. Also sie hat sehr, sehr viel, hat Gott ihr offenbart in dieser Richtung, was ja auch faszinierend ist, weil sie ja natürlich halt auch Sachen
vorausgesagt hat, im Thema Gesundheit, ja, in der Zeit zum Beispiel, wo Rauchen noch verschrieben wurde, ja, für, gegen Lungenkrebs, wo, sie, wo Gott ja schon gezeigt hat, was es damit auf sich hat, was es mit reinem Blut auf sich hat. Das ausgehende 19. Jahrhundert. Was du mit Wasseranwendungen machen kannst und alles das. Und da gab es ja einen in unserer Geschichte, den H.W. Kellogg, der hat das ja aufgegriffen und hat dadurch auf der einen Seite das Werk vorangebracht. Ja, er war seiner Zeit immer wieder voraus. Aber es ist auch interessant, gerade bei H.W. Kellogg, weil gerade bei ihm sieht man in der Geschichte, als er angefangen hat, diese Arbeit zu machen, die medizinische Missionsarbeit, geknüpft mit christlichem Wohlfahrtswerk, sage ich jetzt mal. Ja? Haben sich Gruppen gebildet, haben geschaut, wie können den Menschen einfach sozial auch helfen. Ellen White spricht darüber, als sie das damals praktisch ausgeführt haben, es war nach der Zeit nach 1888, dass der Spätregen begann, ausgegossen zu werden. Mhm. Also sieht man mal, das hat gar nicht so viel, jetzt weißt du, allein jetzt mit einer Wortverkündigung zu tun, sondern es hat letztendlich damit zu tun, wie wir, wie Jesus, praktisch das Evangelium ausleben und wie sich Liebe eigentlich offenbart. Und da kann ich einfach nur empfehlen, diese Bücher wirklich nochmal, auch selbst wenn man sie schon mal gelesen hat, nochmal zu Herzen zu nehmen und wirklich sich damit vertraut zu machen mit dieser Arbeit. Mhm. Ist ja auch ein interessanter Hinweis, den man bei ihr finden kann. Sie sagt, es ist wichtig, dass wir den Menschen diese Botschaft bringen, denn wenn sie physisch gesund sind, wenn ihre Körper gesund sind, dann sind sie auch in der Lage, das Evangelium leichter zu verstehen. Oh ja. Das ist so eine Arbeit, manchmal trennen wir das ja, ne? Und sagen, wir predigen halt, das sollen sie annehmen. Und wenn wir aus der Bibel vorlesen, dann sollen sie sich das gefälligst alles merken und danach leben. Und das können die gar nicht. Ja, also wenn mein Körper gar nicht in der Lage ist, sich zu konzentrieren oder Dinge aufzunehmen, Dinge zu behalten. Ja. Und da ist diese Arbeit existenziell, ja. Ja, der Paulus in Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2 spricht auch darüber, dass genau dieses, manchmal haben die Leute wie so ein, weil sie einfach durch das, was sie essen, ihr Lebensstil und alles das, was sie sich anschauen, hören, dass da wie so eine Wand davor ist. Und du predigst denen was und denkst, warum verstehen die das nicht? Warum geht das nicht durch? Ja? Warum geht das nicht ins Herz? Ich meine, das kann an dir selber liegen, weil Gott dich nicht gebraucht in dem Moment, ja, weil etwas mit dir nicht stimmt in deiner Beziehung zu Gott. Das kann natürlich sein, aber auf der anderen Seite kann das auch sein, dass dieser ganze Müll erstmal entfernt werden muss, ja, dass der Kopf wieder frei wird, der Geist wieder frei wird, ja, einen Menschen mal aus der Stadt herauszunehmen, wie Henoch das gemacht hat, den einfach dort auf den Berg oder in die Natur zu bringen, um einfach damit er mal wieder klar wird, ja, und eine andere Umgebung zu geben. Und das war auch der Grund, warum Jesus sehr viel öffentlich irgendwo in der Natur draußen halt auch gepredigt hat. Das war auch medizinische Missionsarbeit gewesen. Mhm. Ja? Dass das aufgenommen werden kann, wirklich. Ja. Wie würdest du sagen, was wäre heute dran, also wenn wir uns heute das Feld angucken, in dem wir arbeiten, also wir können ja sagen Deutschland, mit was für Erkrankungen oder Verletzungen setzen wir uns heute eigentlich auseinander? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne als medizinischer Missionar arbeiten, ich möchte das Werk so machen, wie Christus es auch gemacht hat. Ich möchte mich also um die Leute kümmern und ihnen dann das Wort Gottes auch bringen. Mhm. Auf was für Krankheiten und vielleicht Verletzungen stoßen wir? Ich meine, du bist selbst medizinischer Missionar, du hast ja Erfahrung. Welche Leute begegnen dir oft mit welchen Problemen? Also zum einen kann man diese Arbeit natürlich sehr, sehr tief gehen. Das heißt, also man kann wirklich mit sehr ernsthaften Krankheiten zu tun haben. Ich kenne auch einige medizinische Missionare, das ist jetzt nicht mein Bereich bisher, aber die jetzt auch mit, keine Ahnung, Knochenbrüchen, also Sachen arbeiten, ja. Mhm. Mit Krebs, großen Tumoren arbeiten, ja. Ihr habt zum Beispiel, weiß ich, dass ihr bei Amazing Discoveries Aufnahmen habt, auch von unserem Bruder Mamon Wilson, ja. Also wenn man sich seine Erfahrungen zum Beispiel mal anhört, sehr erstaunlich. Es kann sehr, sehr tief gehen. Also es gibt auch nochmal einen Unterschied zwischen jetzt medizinischen Missionar, wo wir eigentlich alle aufgerufen sind, diese Arbeit aufzunehmen als Gemeindeglieder oder auch jemand, der jetzt mehr in den Bereich eines Arztes schon hineingeht. Was sich aber unterscheidet von den Prinzipien, wie die Welt das eigentlich macht, also weg von Medikamenten und so Geschichten. Aber letztendlich im Allgemeinen, natürlich, ich meine, die meisten Leute, die meisten Krankheiten, womit die Leute zu tun haben, sind halt klassische Lebensstilkrankheiten. Ja? Das ist jetzt Diabetes, Krebs und kann man jetzt alles aufzählen. Wo die Menschen einfach durch diese Übertretung der Gesundheitsgesetze krank geworden sind. Ja? Also das ist ein Bereich, der sehr, sehr groß ist und der auch immer weiter wächst. Weil ich meine, wenn man sich anschaut, was die Leute essen, ja, was die Leute trinken und womit sie sich so beschäftigen, ist halt einfach, wenn du von Ursache auf Wirkung schließt,
bleibt es halt oft dabei hängen, dass die Leute einfach selber durch zum Beispiel Überessen, wo Ellen White das auch die Sünde unserer Zeit nennt, ja, einfach dahin gekommen sind. Das ist eine, das sind Lebensstilkrankheiten. Ich glaube, dass wir in Zukunft werden Impfschäden ein großes Thema sein. Und ich glaube, dass wir auch darauf vorbereitet sein müssen, zu überlegen, wie kann man Menschen helfen, die da Schäden durcherlangt haben. Ich meine, es gab schon in der Vergangenheit Autismus und all so Sachen, gibt es genug Statistiken drüber. Ist ja manchmal so ein bisschen so ein heißes Eisen. Aber dennoch glaube ich, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, wie wir damit umgehen. Eine Sache ist, Hormone sind ein großes Thema, bei Frauen jetzt gerade. Ja? Ruft der Geist der Weissagung auch dazu auf, dass es mehr Frauen geben muss, die sich um diese Probleme auch kümmern. Ja? Gerade mit anderen Frauen dort zu arbeiten. Mhm. Emotionale Probleme, ganz großes Thema. Nicht nur in der Welt, siehst du auch immer mehr in unserer Gemeinde. Ja? Wie Leute durch Bitterkeit, Streitereien, Depressionen. Und deshalb führst du den Menschen, wie ich auch eben gesagt habe, soll das Ziel ja sein, ihn quasi auf Christus hinzuweisen in diesem ganzen Prozess. Also das ist ein großes Arbeitsfeld, wo wir auf jeden Fall wirken können. Mhm. Es ist auch interessant, dass es geht uns selber ja so, dass wenn wir, vielleicht lass es mich so ausdrücken, es gibt eine Stelle, wo Ellen White davon schreibt, wie der Teufel arbeitet. Mhm. Und da sagt sie, dass er versucht, unseren Körper zu schwächen, ja, damit wir es, also durch schlechte Gewohnheiten und schlechten Lebensstil, schlechte Ernährung, damit wir nicht in der Lage sind, die Wahrheiten Gottes zu verstehen. Ja. Damit wir, wenn wir die Bibel lesen, eher müde sind oder es nicht mehr aufnehmen können, keine Lust haben, zur Bibel zu greifen. Dass das eine Taktik ist vom Teufel in den letzten Tagen. Und jetzt, wo du gerade sagst, dass gerade in den letzten Tagen so Lebensstilfragen so kommen, das kommt schon zusammen. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir alle in der Gefahr stehen, auch angegriffen zu werden auf dem Feld. Ja. Mhm. Wenn du sowas jetzt siehst in der Welt und siehst die Menschen, die haben diese Schwierigkeiten, mit welchen Anwendungen hast du gute Erfahrungen gemacht? Mhm. Also wie konntest du Menschen helfen? Wir kennen ja verschiedene Therapieformen. Mhm. Hast du vielleicht ein oder zwei Beispiele? Also ja, natürlich. Also was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ist, dass ich die Leute sehr gerne massiere. Mhm. Das kann manchmal wunderwirklich wirken. Ja? Mhm. Im Sinne auch, wie die Menschen sich dann halt einfach öffnen und dir anvertrauen. Darum ging es ja Jesus auch bei dieser Arbeit. Das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Und Massage ist etwas, was jeder schnell lernen kann. Ja? Ein paar Techniken, sich Sachen abschauen und wirklich dann ja, Evangelium praktisch den Menschen halt zeigen. Wir haben aber auch mit Wasseranwendungen wunderbare Erfahrungen gemacht. Ja? Gibt es verschiedene Dinge, russisches Dampfbad, Fieberbad, das viele Dinge, die man jetzt aufzählen könnte, wo wir wirklich gesehen haben, wie Gott einfach diese stilles Wasser, also einfach Wasser benutzt, ja, was für eine Heilkraft. Wir haben Naaman eben angesprochen, ja, zum Beispiel. Also Wasser hat, ich meine, es war jetzt nicht nur, ja, wir wissen, haben von Kneipp gehört und all diese Dinge, hat eine enorme Auswirkung. Meine Frau beschäftigt sich zum Beispiel sehr mit Entgiftungen, ja, unter anderem Einläufe zu machen, weil viele Menschen alles das, was die essen, sich in sich reinstopfen und so weiter, viele Krankheiten, die aus dem Darm kommen und so, dass man den Körper erstmal wirklich über diese 7 Ausscheidungskanäle, die der Körper hat, wirklich entgiftet komplett. Ja? Erstmal diesen ganzen Dreck rauszukriegen wieder aus dem Körper, der da drin ist. Und ja, gibt es viele Bereiche. Wir haben mit Holzkohle, ja, ist etwas, ich meine, in unseren Kreisen ist jetzt eine Adventgemeinde bekannter, aber außerhalb gar nicht so stark. Ich weiß, meine Mutter zum Beispiel, als sie früher noch im Krankenhaus gearbeitet hat, da haben die am Anfang ihrer Ausbildung haben die noch Holzkohle zum Beispiel verwendet. Das ist dann irgendwann durch die Pharmaindustrie beiseite geschoben worden, ja, weil das so einfach ist und man damit letztendlich kein Geld macht, aber super effektiv ist. Ja. Wie wendest du sowas zum Beispiel an? Ja, du kannst zum Beispiel Holzkohle nimmst du, indem du, also das aktivierte Holzkohle sprechen wir drüber, ja, kann man selber auch sehr gut herstellen, gibt es genug Videos zu, wie man das machen kann, kann man auch kaufen natürlich. Du kannst zum Beispiel jetzt, wenn du wir hatten zum Beispiel mal einen Fall gehabt, da waren wir auf den Philippinen gewesen und hat dort eine Klasse unterrichtet und hat am Abend dort öffentlich Evangelisation gehalten. Und da war eine Frau im Dorf, die hatte ein Kind und dieses Kind hatte seit der Geburt, das war jetzt 2-3 Jahre alt, hatte das hier so ein Geschwür gehabt. Und dann haben wir die Holzkohle genommen, weil die Holzkohle halt innerlich wie äußerlich halt Giftstoffe rauszieht. Also man kann das auch trinken zum Beispiel, ja, einfach im Wasser mischen, so kann das auch nicht von zu viel nehmen oder so, sollte nur genug trinken, damit es nicht verstopft.
Aber man kann eine Paste zum Beispiel daraus machen, einfach einen Umschlag. Ja? Man nimmt zum Beispiel jetzt die Holzkohle, nimmt etwas Wasser und was zum Binden, wie zum Beispiel jetzt, hatten wir jetzt nur Mehl gehabt, kannst geschrotete Leinsamen zum Beispiel nehmen und haben eine Paste daraus gemischt, bis das so ein bisschen halt ja wie Paste ist, auf einen sauberen Umschlag, also so ein Verbandsding da drauf getan und haben das dann aufgetragen, haben mit der Mutter gebetet. Ja, es war keine Adventistin gewesen. Und wir haben die Frau am nächsten Tag wieder gesehen. Und es ist nicht so, dass diese Heilmethoden immer direkt wirken. Ja? Es dauert eigentlich in der Regel länger. Aber Gott hat es in dem Fall bei dieser Frau so gesegnet, dass dieses kleine Kind am nächsten Tag ist diese Entzündung, diese Schwellung fast weg gewesen. Ja? Das hat sich massiv zurückgebildet. Und die Frau hat sich auf einmal so geöffnet, ja? Dass sie, du hast sie dann an den folgenden Abenden, war die dann immer wieder, ist sie zu den Evangelisationen dann gekommen. Kam auch am Sabbat dann in die Gemeinde. Genau, also gibt es viele wunderbare Erfahrungen, die man selber da auch schon gemacht hat in dem Bereich. Ich weiß, man nimmt ja auch, ich selbst habe es auch immer gehabt und ich weiß auch viele andere Missionare, haben immer so eine Packung Holzkohle dabei, wenn sie unterwegs sind. Ja. Also zum Beispiel, wenn du irgendwo durch den Dschungel läufst und dich beißt eine Schlange. Ja. Dann ist es natürlich gut. Das kannst du trinken, kannst du dir da auf die Wunde machen, das ist erstmal so, als erste Hilfe ist das super. Holzkohle dabei zu haben, also man kann es sowohl innerlich anzuwenden, als auch äußerlich, man kann selbst, wenn man was Vergiftetes getrunken hat oder so, irgendwas war schlecht, ja, kann man Holzkohle hinterherkippen. War, glaube ich, auch damals der große Beweis von dem, wer hat denn das damals behauptet? Das war doch ein Franzose. Der hat von der Heilkraft von Holzkohle gesprochen, um das zu verifizieren vor den Menschen, zu zeigen, wie wertvoll das ist, hat er, glaube ich, Strychnin oder irgend sowas hat er genommen, irgend so ein Gift hat er getrunken. Ich glaube sogar in doppelter Menge. Irgendwie sowas. Und hat hinterher Holzkohle draufgeschüttet. Hat gesagt, mir passiert nichts, die Leute, die haben alle nur gewartet, bis er umfällt. Nichts passiert. Ja. Aber die Holzkohle hat die Eigenschaft, die Sachen aufzusaugen. Ja, ist eine enorm starke Wirkung. Elweil spricht auch über diese Sachen. Also sie nennt es auch beim Namen, Holzkohle. Und das ist eigentlich interessant. Also das sind so Dinge, die sind eigentlich, also Holzkohle herzustellen ist einfach. Wasser haben wir, können wir mitarbeiten. Sport, also oder Massagen und so, das sind alles Dinge, die können wir selber tun. Da brauchen wir nicht teure Geräte kaufen oder irgendwie. Ja, das sind eigentlich Dinge, die sind relativ leicht und sind ziemlich gut in ihrer Wirkung. Ja. Schade, dass es so wenig verbreitet ist. Also, dass wir damit so wenig Erfahrung haben. Ja, ich denke, dass es halt auf der einen Seite daran liegt, weil wir halt, selbst sagte ich das auch schon, als Gemeinde wieder dahin zurückkommen müssen. Weil wir auch sehr, sehr schnell sind, dass wir einfach zu einem weltlichen Arzt laufen und irgendwelche Tabletten halt schlucken. Ja. Weil wir manchmal nicht halt diesen Wert dieser Arbeit wirklich verstehen oder uns die Mühe halt machen, das wirklich kennenzulernen, was das für ein Segen für uns selber wäre, für unsere Familien, aber halt auch für die Mission. Vielleicht lass mich da nochmal kurz einhaken und sagst, für die Mission, du hattest gerade schon gesprochen über dieses kleine Kind, das behandelt wurde mit Holzkohle und man sah, dass es besser wurde mit dem Geschwür. Jetzt, vielleicht kannst du uns eine kleine Erfahrung geben, so als wenn du als medizinischer Missionar unterwegs bist, vielleicht auf den Philippinen oder auch irgendwo in Europa. Wie sieht das aus? Wie kann ich mir diese Arbeit vorstellen? Wie machst du das? Vielleicht kannst du ein Beispiel aus deinem Leben. Also klar, wenn man jetzt Mission hört, denkt man läuft jetzt irgendwo mit der Machete durch den Busch und macht da nur Mission. Diese Arbeit bezieht sich natürlich auch auf die Mutter im Haushalt, ja. Für die Familie zum Beispiel, bezieht sich auch auf den Prediger. Ja? Jeder Prediger sollte eigentlich, schreibt Ellen White, Gesundheitsmissionar sein, sollte das in seine Arbeit mit reinbringen, dass die Arbeit viel effektiver wird. Bezieht sich auf den natürlich medizinischen Arzt in dem Sinne, also Missionsarzt. Aber wenn ich jetzt an meine eigenen Erfahrungen auch teilweise denke, also ich hatte das Kind jetzt angesprochen, dort in den Philippinen, aber wir haben auch diese Arbeit jetzt im Umfeld, in der Familie gesehen, ja, in der Nachbarschaft, wie wir das anwenden konnten. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall, da hatten wir hatte ich mal einen Vortrag gehalten und habe über die Wirkung von Zitronen gesprochen. Von Zitronen? Von Zitronen, und zwar jetzt besonders bei grauem Star. Wenn du da einen Tropfen morgens und abends für ein paar Wochen ins Auge einfach reintröpfelst. Ja, es brennt am Anfang ein bisschen kurz, aber wenn du es ein paar Mal gemacht hast, dann wird das angenehmer, sagen wir mal so. Der Effekt ist halt einfach, dass die Tränendrüsen automatisch angeregt werden und die spülen quasi den Dreck raus. Und dann habe ich diesen Vortrag mal gehalten, habe das dann erklärt
Und dann haben mich mehrere Leute tatsächlich aus der Gemeinde wie außerhalb der Gemeinde nachher kontaktiert. Die haben das angewendet. Da war, ich erinnere mich noch an einen Fall, an eine Schwester, die hat dann gesagt, ja, ich habe das gemacht und meine Tochter, die halt Ärztin ist, ja, die hat das kritisiert, gesagt, nein, das kannst du nicht machen, das hilft nicht. Und die hat halt auf einem Auge sehr stark grauen Star gehabt und die hat das ein paar Wochen gemacht. Dann ist sie zum Augenarzt gegangen und der Augenarzt hat ihr bestätigt, dass ihr krankes Auge jetzt gesünder war wie das gesunde. Und es sind viele solche Erfahrungen. Ja? Mhm. Also wir haben auch zum Beispiel, als ich damals meine Ausbildung gemacht habe als medizinischer Missionar, wir haben die Leute zum Beispiel ganz simpel, wenn die irgendwie jetzt Depressionen oder sowas hatten oder emotionale Störungen, haben die rausgenommen in den Garten. Ja? Haben einfach mit denen gegärtnert, damit die draußen in der frischen Luft sind, an der Sonne, dass die Probleme, ja, die von ihren, einfach auf, an was anderes denken, ja, aus dieser Sphäre rauskommen. Das ist ja oft so bei Depressionen, dass man die ganze Zeit nur um sich selbst sich halt alles dreht oder wenn man jetzt im Selbstmitleid ist oder so. Ja? Mhm. Also es sind ganz simple, einfache Dinge eigentlich. Und da gibt es wirklich tolle Erfahrungen. Ich hatte den Mamon Wilson schon erwähnt eben, wenn man sich mal jetzt bei euch bei Amazing Discoveries mal ein paar Vorträge von ihm anhört, wie er dort Erfahrungen erzählt. Also das hat mich auch wirklich motiviert, ja, wie Gott diesen Mann jetzt zum Beispiel gebraucht hat, in seiner Demut dort diese, also wie Gott durch den gewirkt hat da. Ne? Es gibt vielleicht noch abschließend gerade einen Fall. Es gibt einen Adventisten, der heißt Jethro Klaus. Er hat mal ein Buch geschrieben, das heißt Back to Eden. Es gibt es leider nicht im Deutschen, das ist ein dickes Buch, schreibt er über Kräuter und so weiter. Das ist ein ganz wichtiges Buch eigentlich, müsste man mal ins Deutsche übersetzen. Und der hat halt in den 90er, 20er, 1930er Jahren sehr stark gewirkt als medizinischer Missionar. Und seine Frau, die hat einen Schlaganfall erlebt. Und die lag dann wirklich im Bett, die konnte nichts mehr machen. Der ist dann mit Nadeln hingegangen, hat die kurz angestochen, zu gucken, keine Reaktion, nichts. Sind zum Arzt. Der Arzt hat gesagt, ja, keine Hoffnung. Die wird wahrscheinlich nochmal einen Schlaganfall kriegen und dann sterben. Hat er angefangen, sie mit Wasser zu behandeln. Hat kalte, heiße Umschläge gemacht, Wechselduschen mit ihr gemacht, Wechselbäder gemacht und so weiter. Hat sie massiert. Nach 4 bis 6 Wochen, die Frau stand wieder in ihrer vollen Kraft bis zu ihrem Lebensende. Und es ist halt oft, dass wir dieses Vertrauen in diese Sachen verloren haben. Wir sind so schnell, ja, rennen so schnell zum Arzt, Pillchen hier, weil geht ja schneller und verstehen gar nicht, dass das das Problem letztendlich nicht löst, sondern dass wir dem Körper jetzt einen zusätzlichen Feind sozusagen in den Körper hineinbringen, wo der Körper jetzt noch gegen kämpfen muss, weil wir nicht wirklich verstehen, wie funktioniert eine Krankheit, ja. Was müssen wir eigentlich tun, um die Natur zu unterstützen und all diese Dinge. Das habe ich mal ganz dramatisch in China, habe ich das mal erlebt. Einige Ärzte, also ständig Cortison verschrieben haben. Also egal, mit welcher Krankheit denen ihr kam, es gab immer diese kleinen bunten Pillen, aber es war immer Cortison. Ja. Und die Leute gingen zum Arzt, haben das Cortison genommen, denen ging es natürlich direkt besser, gingen dann raus und man hatte gesehen, die waren alle so sehr aufgedunsenes Gesicht. Aber wenn man jetzt irgendwie mit Fieber oder mit was weiß ich für einer Krankheit dahin kommt und man kriegt erstmal Cortison reingeschmissen, dann geht es einem erstmal gut. Nur auf lange Sicht ist das eben nichts Gutes, was wir tun. Ja. Und das so manchmal, das ist, glaube ich, so ein bisschen so unser falsches Vertrauen. Ich sehe nicht gleich ein Ergebnis, also nehme ich lieber das andere. Aber auf lange Sicht ist die einfache Anwendung oft die bessere. Ja, und sie ist halt natürlich. Ne? Also du tust deinem Körper nicht Schaden damit. Und mit den Medikamenten oder Giftstoffen, die du deinem Körper tust, Ellen White spricht klar darüber, dass du dem Körper halt jetzt wirklich ein zusätzliches Problem schaffst. Ja? Dass der Körper jetzt nicht nur versucht, der Körper hat ja Kraft, sich zu heilen. Und unser Auftrag ist eigentlich, durch diese Anwendungen dem Körper zu unterstützen. Ja? Man tut schlechte Gewohnheiten weg, unterweist die Leute oder sich selber und unterstützt quasi die Natur in ihrem Prozess, wieder gesund zu werden. Wenn ich jetzt Giftstoffe in meinen Körper hineintue, die niemals heilen, sagt sie, nie. Medikamente heilen nie, sagt sie. Sie verlagern nur das Problem im Körper. Manchmal sieht das so aus, sagt sie, als würden sie heilen, weil sie kurz das Problem wegnehmen. Aber sie bearbeiten ja nur die Symptome und arbeiten ja nicht an der Ursache des Problems. Und deshalb ist das nur eine Verschiebung des Problems. Und wie du sagtest, letztendlich, es löst das Problem nicht. Ja? Aber wir müssen wieder dahin kommen, Vertrauen zu haben und diese Arbeit aufzunehmen und sie im Glauben zu tun. Also vielleicht mal ein Beispiel zu geben. Also es ist wahrscheinlich sinnvoll sozusagen, wenn ich mich irgendwie stark verletze oder eine schlimme Krankheit habe, dass ich vielleicht ein Schmerzmittel nehme. Aber wenn ich mein Leben lang diese Schmerzmittel nehme, dann läuft irgendwas schief. Ja. Also ich kann das mal nehmen, vielleicht für eine Operation oder für irgendwas, was da ist. Aber ich sollte nicht das Symptom bekämpfen, also den Schmerz, sondern sollte versuchen, woher kommt der Schmerz und da sollte ich angreifen. Ja. Und vielleicht noch ein bisschen Balance auch da reinzubringen. Ich meine, wenn ich jetzt am Krepieren bin, ja,
Und ich bin jetzt wirklich da am Sterben und ich habe jetzt ein Medikament, was mir jetzt erstmal helfen kann, also zu überleben. Mhm. Da sollte ich auch nicht so dumm sein, dann nehme ich das Medikament, ja? Mhm. Wenn es mir jetzt gerade hilft. Es gibt auch so einen Fall im Geist der Weissagung, wo das auch beschrieben wird, wo ein Mann dann gar nichts geben wollte. Ja? Da war die Tochter irgendwie krank gewesen, wenn ich mich jetzt noch richtig dran erinnere. Und der wollte dann, ja, die war am Sterben und Ellen White hatte ihm sogar dann gesagt, es wäre besser gewesen, das Medikament dem Kind dann zu geben. Ja, wäre es nicht gestorben. Also braucht natürlich eine gewisse Balance da drin. Das heißt, in so einem Fall macht das Sinn, das dann zu nehmen, weil Gott natürlich auch will, dass wir überleben. Und dann kriegst du vielleicht Nebenwirkungen davon, ja, von dem Medikament, was du genommen hast, aber du hast halt überlebt. Aber es sollte nicht unsere Dauerlösung sein. Ja? Mhm. Sollte nicht unser, wie du sagst, es sollte nicht unser Vertrauen sein oder unsere Basis, dass wir darauf aufbauen. Mhm. Wenn wir verstehen, wie du angesprochen hast, auch wie Physiologie im Körper funktioniert, ja? Anatomie funktioniert oder aufgebaut ist. Und was machen jetzt Medikamente in meinem Körper oder was passiert, wenn ich jetzt eine Wasseranwendung mache? Ja, was passiert da, wenn da die weißen Blutkörperchen gesteigert werden im Körper und die dann dorthin transportiert werden, wo sie quasi arbeiten können? Mhm. Oder viele Beispiele, andere Beispiele, die man jetzt nennen könnte. Und ich erinnere mich, also diese gute Balance, von der du sprichst, also wir hatten auch als Missionare, wir hatten zum Beispiel Malaria-Medikamente dabei. Mhm. Wir haben die nie gebraucht, wenn wir irgendwie auch Dengue-Fieber oder sowas, wenn sowas gab, haben wir immer erst mit natürlichen Heilmitteln versucht, ob es irgendwie ging, und es ging immer. Ja, schön. Amen. Wir hatten aber für Notfall Tablette dabei, aber die haben wir nie gebraucht. Und das ist, glaube ich, weise. Also ja. Wenn es solche Mittel gibt, die dir das Überleben erstmal retten, und dann kannst du dich danach sozusagen, hast du mehr Zeit, um dich mit den Folgen sozusagen zu beschäftigen. Ist das sinnvoller, als wenn du stirbst und dann nichts mehr machen kannst? Ja. Jetzt vielleicht, also die medizinische Missionsarbeit ist ja gerade dafür da, um den Menschen Christus näher zu bringen, also um sie gesund zu machen. Gott sagt ja zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Mhm. Also Gott möchte uns Weisheit und Wissen um diese Dinge geben, um anderen Menschen ein Segen sein zu können. Nicht nur für dieses Leben, sondern ihnen das Evangelium zu bringen, damit sie ewig leben. Jetzt ist ja ein hohes Ziel und das ist ja genau das, wofür wir berufen sind als Christen. Jetzt wäre die Frage, wie wird man denn medizinischer Missionar? Also muss ich dafür Arzt sein oder was muss ich tun, um medizinischer Missionar zu werden? Also ich denke, die Grundvoraussetzung ist, dass wir wie Jesus Mitgefühl haben, erstmal mit den Menschen. Wenn du schaust, Jesus hatte wirklich, heißt es in der Bibel an verschiedenen Stellen, dass es ihn, ja, eigentlich, wenn sie dieses, im Englischen sagen, dieses Compassion hatte, also die wirklich, ja, dieses Mitgefühl quasi mit den Menschen hatte, als er die gesehen hat, wie sie vergehen und so weiter und wie sie auch einfach krank waren. Und man braucht Glaube für diese Arbeit, ja, die haben wir gesagt, die natürlichen Heilmethoden, weil wie gesagt, letztendlich ist es Gott, der heilt. Es ist nicht das Kraut oder die Tonpackung oder Holz oder Holzkohlepackung, die ich da mache. Letztendlich ist es Gott, der diese Dinge gebraucht, aber der heilt. Und ich muss auch die Voraussetzung mitbringen, dass ich bereit bin, diesen Aufwand zu betreiben. Ja? Weil diese Dinge dauern manchmal länger, eine Wasseranwendung zu machen über ein paar Wochen. Ja? Jemanden zu sensibilisieren, schlechte Gewohnheiten abzulegen, zum Beispiel mal was anderes zu essen als dies oder zu trinken. Und diese Zeit und diesen Aufwand dort reinzubringen, so wie Jesus das gemacht hat, ist letztendlich eine Grundvoraussetzung. Ich möchte mal gerade, wenn ich darf, ein kurzes Zitat vorlesen dazu. Das ist von Ellen White, und zwar aus dem Buch Medical Ministry, im Englischen auf Seite 251. Dort sagt sie, wahres Mitleid zum Mitmenschen muss das Zeichen sein, dass jene, die Gott lieben und fürchten, von denen unterscheidet, die seinem Gesetz gegenüber unachtsam sind. Also sehr interessant, wie sie diese Aspekte hier alle zusammenbringt. Ja? Welches großes Mitleid bekundete Christus, als er in diese Welt kam, um sein Leben als ein Opfer für eine sterbende Welt hinzugeben? Sein Glaube führte zur Ausübung wahrer missionarischer Gesundheitsarbeit. Also sie spricht davon, dass uns das unterscheidet, wenn wir diese Arbeit tun, zu denen, die eigentlich Gottes Gesetz verwerfen. Also es ist ein Ausdruck, ja? Wenn Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt, wenn es dort heißt in Offenbarung Kapitel 14, wo es spricht von den Übrigen, dass sie gekennzeichnet sind, dass sie die Gebote Gottes haben, den Glauben Jesu und das Zeugnis Jesu, dann zeigt das, dass die Gebote Gottes zu halten auch letztendlich daran liegt, diese Arbeit auch zu tätigen. Ja. Mhm. Also es ist interessant, wie tief das eigentlich geht. Ich denke, dass das die Grundvoraussetzung letztendlich ist, und das kommt natürlich nur durch meine Beziehung, die ich mit Christus selber habe. Ich kann das nicht von mir aufbringen,
Ich brauche letztendlich Christus im Herzen, dass er das in mir bewirkt, dass ich dieses, das Leid von Menschen sehe und denen abhelfen möchte davon. Ja. Sehen wir mal an, also diese Grundvoraussetzung erfülle ich. Also ich bin untröstlich, wenn ich das Leid der Menschen sehe und ich möchte ihnen gerne helfen. Mhm. Also nicht nur ein Leid in der Familie, im Freundeskreis, bei den Verwandten, sondern eben auch Leid darüber hinaus. Also bei Menschen in der Welt, die Christus noch nicht kennen. Und ich möchte diesen Menschen gerne helfen. Jetzt, mein Problem ist dann, ich habe keine Ahnung von Wasseranwendung, keine Ahnung von wie stelle ich mir Holzkohle her, ich weiß nicht, was ist die richtige Ernährung. Also gibt es da irgendwie, also brauche ich da, muss ja Krankenschwester sein oder eine ärztliche Ausbildung? Auf welche Universität geht man oder wo, wie macht man es am besten? Ja, es ist interessant, dass du so gerade ansprichst mit Krankenschwester und Universität, weil ich hatte das kurz schon eben erwähnt, wir haben halt oft, wenn wir diese Aspekte hören, Krankenschwester, Arzt, Krankenhaus, was wir ja auch in unseren Gemeinden auch haben, ja, wir haben Krankenhäuser, wir haben Krankenschwestern und so weiter. Aber wenn man wirklich Adventgeschichte studiert und den Plan, den Gott gegeben hat, im Geist der Weissagung speziell, die Bibel hinzunimmt natürlich, dann hat das erstmal, wenn Gott jetzt davon spricht, dass zum Beispiel Ellen White davon spricht, dass Krankenschwestern ausgebildet werden sollen, dann bezieht sich das immer auf diese natürlichen Heilmethoden und nicht jetzt wie zum Beispiel, dass ich jetzt ins lerne, wie ich wann welches Medikament zum Beispiel gebe. Ja? Sondern sie hat uns aufgetragen, diese Arbeit zu tun ohne diese Dinge. Das ist das eine. Erstmal dieses Verständnis überhaupt zu nehmen. Das heißt also, okay, das sollte mich eigentlich zu dem Schluss bringen, dass ich meine Ausbildung nicht jetzt in einem weltlichen Krankenhaus mache, sondern wirklich zum Beispiel in eine Missionsschule zum Beispiel gehe, die so etwas anbietet. Ja? Ich selber war in Österreich gewesen beim TGM, also beim Trainingszentrum für Gesundheitsmissionen. Ihr habt ja manchmal die Nicole Siegel hier. Mhm. Sie war mit mir gleichzeitig Studentin damals gewesen, 2011, 2012. Ich habe eine Möglichkeit zum Beispiel jetzt im deutschsprachigen Raum ansonsten zu Bible Way Ministries zu gehen. Die sind im Mittelsinn in Deutschland von Melbourne und Priscilla Lang, um dort zu lernen. Es gibt leider im Moment noch nicht wirklich sehr viele Ausbildungsstätten in dem deutschsprachigen Bereich. Da muss es auf jeden Fall mehr geben. Ich glaube auch, dass da noch mehr kommen wird jetzt bald. Ausland gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber die andere Möglichkeit ist halt, neben jetzt eine Ausbildung sich dort zu suchen in diesen Missionsschulen oder diesen adventistischen Institutionen, ist auch wirklich auch hinzugehen und wirklich auch Eigenstudium zu betreiben. Ich meine, diese Sache ist kein Rocket Science, ja, ist keine hohe Wissenschaft in dem Sinne. Also man kann sehr tief gehen, ja, auch was jetzt zum Beispiel Hormone, Chemie im Körper angeht und so weiter. Aber ich kann halt zum Beispiel, also das würde ich jetzt mal empfehlen, neben den Büchern von Ellen White, die ich eben schon angesprochen habe, um einfach erstmal diese Theologie hinter dieser ganzen Sache zu verstehen. Es gibt ein Buch, das ist auch ins Deutsche übersetzt worden, das heißt Handbuch für Gesundheitsmissionare. Mhm. Und dieses Buch ist letztendlich eine Zusammenstellung von Ellen White-Zitaten, wo man sehr gut, mit einem sehr guten roten Faden durch das Buch erkennt, wie diese Arbeit eigentlich getan werden soll. Ja? Dass ich mir das als Grundlage schaffe. Es gibt noch ein zweites Buch, das heißt Ein Ruf zum persönlichen Dienst. Das ist ein bisschen ähnlich, ja, wie das andere Buch, die ich gerade gezeigt habe. Ist auch eine Kompilation? Ist auch eine Kompilation daraus. Teilweise noch eigenen Kommentaren und so weiter. Und dann gibt es auch ein Buch, was ihr hier bei Amazing Discoveries auch anbietet, glaube ich, im Shop. Das heißt, anbietet? Genau, bewährte Hausmittel neu entdecken. Ja, ist geschrieben von Agatha Thresh, von Eugene Pines. Und das Buch zum Beispiel, ja, ist sehr gut aufgebaut, mit auch Bildern dabei, wie man zum Beispiel gewisse Wasseranwendungen macht, warum man die macht, was passiert da im Körper. Ja? Also es ist genau beschrieben, wie ich das mache. Also spricht auch über Holzkohle in dem Buch oder Knoblauch, Massage und so weiter. Aber hauptsächlich spricht das Buch zum Beispiel über Wasseranwendungen. Und wenn ich jetzt hingehe, ich muss ja mit irgendetwas starten. Ja? Mhm. Das kann sehr viel sein, vielleicht auch erstmal sehr überwältigend, wenn ich mir angucke, was du alles machen kannst mit Kräutern. Ja, ist ein Riesenfach. Ja? Hormone zu verstehen, ist ein Riesenfach. Mhm. Aber einfach mit etwas anfangen. Und ich finde gerade Wasseranwendungen persönlich etwas und auch Entgiftungen und so weiter, wo ich einfach sehr viel Eigenstudium auch betreiben kann und Schritte mache. Und dann praktisch zum Beispiel meine Frau und ich, wir machen sehr viel Eigenstudium. Und ich hatte zwar eine medizinisch-missionarische Ausbildung, auch dann damals im TGM, aber
habe mir ein gewisses Fundament gelegt, aber man muss jetzt nicht in eine Missionsschule dafür gehen. Ja? Ich kann auch diese Sachen halt quasi selber anwenden. Meine Frau und ich, wir lernen das zum Beispiel in der Theorie und versuchen das dann auch praktisch miteinander oder mit anderen halt es auszuführen. Das heißt, die Kosten wären überschaubar. Absolut. Aber der Aufwand ist doch schon... Ja, die Kosten sind sehr gering. Ja? Mhm. Also klar, es gibt ein paar Sachen, die man vielleicht dazu kaufen soll, aber vieles findest du in der Natur, kannst du herstellen und hast du sowieso zu Hause. Ja? Mhm. Wofür du diese Anwendungen brauchst, zum Beispiel jetzt Badewannen. Ja? Also jetzt, vom Equipment her. Vom Equipment her jetzt zum Beispiel, ja. Aber wenn du jetzt den Aufwand siehst, und es gibt auch eine Aussage, wo Ellen White sagt, viele machen diese Arbeit nicht, weil sie erstmal nicht so schnell die Resultate bringt. Manchmal sind die Resultate sehr schnell, aber manchmal dauert es wirklich. Man muss aber überlegen, wie lange man den Körper auch misshandelt hat, dass er krank geworden ist. Ja? Darf man nicht vergessen. Und dann erwartet man schnelles Wunder, eine Pille und sowas. Aber da sagt sie, manche sind nicht bereit, diese Arbeit zu machen, weil sie ihnen zu aufwendig ist, das zu tun. An sich, die Behandlungen an sich sind jetzt auch nicht, klar, ein paar sind ein bisschen aufwendiger als andere. So eine Holzkohlepackung machen ist kein Aufwand. Ja? Wenn ich jetzt ein russisches Dampfbad mache oder ein Fieberbad, das ist jetzt vielleicht mit ein bisschen mehr Aufwand, mal Laken wechseln und so weiter, hat das damit zu tun. Aber dennoch, letztendlich müssen wir überlegen, was es für einen Segen mir selber bringt. Und wie du wirklich den Menschen helfen kannst, Zugang zu denen bekommst und die weiter zu Christus führen kannst. Mhm. Dann, ich würde ganz gerne mit dir abschließend noch ein bisschen drüber sprechen. Wenn wir das jetzt sehen, wir sagen, okay, das Feld interessiert mich und das scheint das zu sein, sozusagen die medizinische Missionsarbeit, um am Ende der Zeit noch Menschen zu erreichen. Also wirklich, um sie auch gesund zu machen, um sie körperlich und geistig auch zu gesunden. Um ihnen einen Zugang zu geben zum Evangelium. Jetzt werden wir das jetzt sehen und sagen, dass wir wollen gerne mitmachen. Und wir haben jetzt viele Gemeinden in Deutschland. Hm. Was können wir als Gemeinde denn tun? Also so als Ortsgemeinde vielleicht. Ja. Also ich würde erstmal unsere Prediger motivieren, diese Arbeit aufzunehmen. Weil Ellen White spricht ganz klar davon, dass Prediger in Verantwortung stehen, diese Sachen zu verkündigen, in der Gemeinde auch. Ja? Die also, Gesundheitsbotschaft. Ja, Lehrer zu sein, selber zu leben natürlich. Was bringt es, darüber zu sprechen, wissen wir alle, was ich nicht selber auslebe. Anzuleiten. Es können in der Gemeinde, man kann sich selber auch, wie ich jetzt eben sagte, wie meine Frau und ich das zum Beispiel machen, kann man das auch als Gemeinde machen, sich gegenseitig. Man kann ein Buch jetzt zum Beispiel nehmen von Ellen White, das lesen, ja? Dass man das durchspricht. Mal. Könnte man selbst in der Sabbatschule machen, ja? Das mal als Thema zu nehmen. Man könnte diese Anwendungen gemeinsam lernen und dann gucken, wie ich die nach außen trage. Ja? Wie bringe ich das in meine Familie? Wie bringe ich das in mein Umfeld, Nachbarschaft, Umfeld der Gemeinde? Ja? Ich meine, im Moment haben wir es ein bisschen schwierig, jetzt mit öffentlichen Vorträgen und öffentlichen Veranstaltungen in der Hinsicht. Es ist jetzt derzeit schwierig, das so umzusetzen. Aber ich denke, dass ich das, wie gesagt, von der Gemeinde aus, und wir haben halt einfach sehr, sehr viel. Wir hatten sehr gute Ansätze in der Gemeinschaft, wenn man die Pioniere anschaut, aber diese Arbeit ist sehr stark eingeschlafen. Also es gibt immer noch gute Beispiele dafür, aber wenn wir den Auftrag bekommen haben, dass die ganze Gemeinde, dass jeder Einzelne von uns Gesundheitsmissionar sein sollte, ja, zu einem gewissen Grad, ja, es gibt auch da Unterschiede, ja, wie tief man da gehen kann, aber gewisse Sachen sollten wir alle können, dann müssen wir einfach wieder als Gemeinde an diesen Punkt zurückkommen, dass wir diese Arbeit wirklich aufnehmen. Und ich denke, dass ein Ansatz ist, dass wir uns erstmal wieder dahin bewegen müssen überhaupt. Ja? Das Verständnis dafür überhaupt da ist. Und dann halt, soweit es möglich ist, trotz jetzt Corona und so weiter, du kannst auch diese Arbeit, der Geist der Weissagung spricht auch darüber, dass wir diese Arbeit auch in die Städte bringen können durch sogenannte Einflusszentren. Ja? Ich hatte selber 7 Jahre lang ein Gesundkostgeschäft gehabt, das ist mein Hu. Und wir haben dort viel erlebt, wie wir den Leuten einfach praktische Tipps geben konnten, wie ich in Verbindung mit denen da gekommen bin. Die Leute haben mich dann eingeladen nach Hause. Ich weiß noch mal, einen Kunden von uns, den habe ich dann monatelang habe ich den massiert. Nachdem ich den massiert habe, habe ich mich hingesetzt und mit den Bibelstunden gemacht. Ja? Mhm. Gesundheitsrestaurants, all diese Dinge, ist eine Arbeit, die uns aufgetragen ist, die da ist, der Plan ist eigentlich da. Ja? Wir müssen nicht neu erfinden, wir müssen einfach nur mal wieder zurückgehen, in den Büchern lesen und ja, diese Sachen ernst nehmen. So schreibt sie auch, dass alle unsere Prediger sollten die einfachen
Grundanwendungen beherrschen. Absolut. Das wäre mal interessant. Also ich meine, auch für uns und für alle sozusagen, die predigen, dass wir diese Dinge lernen, also zumindest die Grundlagen. Muss ja nicht jeder von uns ein Arzt sein, aber dass wir diese Grundlagen beherrschen, dass wir diese einfachen Dinge anwenden können. Ja. Ich fand auch schön, dass sie schreibt, dass sie, wenn sie über die Gemeinden schreibt, sagt sie, jede Gemeinde sollte eine Ausbildungsstätte sein. Absolut. Also eben für diese Dinge. Mhm. Und wie viele von unseren Gemeinden sind das heute? Das sind wirklich Ausbildungsstätten für medizinische Missionare. Ja, also ich will jetzt nicht, geht es nicht darum, uns unnötig Kritik anzuwenden. Es geht ja, ich bin ja Teil der Gemeinde, aber es ist tatsächlich so, wenn wir einfach ehrlich sind, wenn ich an dieses Zitat denke, habe da auch im Vorfeld drüber nachgedacht, als du das jetzt erwähnst, wenn wir diesen Auftrag haben als Gemeinde, überall Ausbildungszentren zu sein, es ist sehr nüchtern, wenn wir uns das anschauen, sehr, sehr nüchtern. Und wir sind, wie gesagt, alle berufen, weil es einfach auch unsere Beziehung zu Christus zum Ausdruck bringt. Weil wir können halt sehr viel mit Worten sagen, aber wie sich das dann in der Praxis zeigt, ist eine andere Geschichte. Was würdest du vielleicht abschließend noch, was würdest du den Gemeinden raten, also wenn jetzt Gemeindeglieder diese Sendung sehen und sagen, ich würde das gerne umsetzen, würde in meiner Gemeinde gerne irgendwie damit anfangen, was ist denn medizinische Missionsarbeit, die ich schon vor Ort mit den Gegebenheiten machen kann? Also würdest du jetzt sagen, wir fangen jetzt an, Vorlesungen zu geben über Physiologie und Anatomie oder wir machen Kochkurse oder Sport oder Gruppen oder was würdest du sagen, was ist ein guter Start? Ja, also ich denke, reine Vorlesungen jetzt über Physiologie und Anatomie wären wahrscheinlich ein bisschen trocken, wenn du jetzt nicht gerade Medizinstudenten da sitzen hast. Aber ja, auch wie du erwähnt hast, zum Beispiel es gibt, man kann Kochführungen, Vorführungen machen, ja. Das haben die damals, es gibt so eine Zeitschrift, die Adventisten mal rausgebracht haben, die hieß Good Health. Sehr spannend. Schade, dass es die heute nicht mehr gibt. Gab es damals zur Zeit Kellogg's. Wenn man da liest, wie da teilweise hunderte von Leuten gekommen sind. Ja? Aber man muss auch einfach ehrlich sein, dass also diese Arbeit ist ja das abschließende Werk, was wir machen werden. Aber es ist auch mittlerweile in einem Rahmen, wo wir es auch teilweise schwierig haben, weil teilweise die Welt auch gewisse Sachen übernommen hat. Und wir jetzt heute quasi sehr stark gegen so eine Vermischung kämpfen, die da ist, wo Leute gewisse Prinzipien verstehen, aber sehr stark zum Beispiel mit Esoterik vermischt ist. Also ich denke, dass als Ansatz, wenn ich jetzt motiviert bin, diese Arbeit aufzunehmen, ich würde, ich habe das schon erwähnt, durch dieses Buch zum Beispiel, ich zeige das nochmal ganz kurz gerade, weil es mir echt ein wichtiges Buch geworden, Handbuch für Gesundheitsmissionare. Ich würde mir dieses Buch wirklich besorgen und würde dieses Buch wirklich verinnerlichen, um wirklich mir dieses Fundament zu schaffen, diese Arbeit wirklich gut zu verstehen und würde dann einfach hingehen und würde anfangen, einen Bereich, der mich interessiert, sei es jetzt die Kräuter, sei es Wasseranwendungen. Meistens sind es auch Dinge, wo ich vielleicht selber Probleme mit habe oder wo ich in der Familie, wir haben immer irgendjemanden in der Familie, der irgendwie krank ist. Ja? Mich da reinarbeiten, studieren. Ich weiß noch, ich hatte mal einen Kunde, der kam zu mir, der hatte mit Prostatakrebs Probleme und hatte nicht viel Ahnung davon, habe dann angefangen, mich da rein einfach zu studieren, weil ich einfach die Not des Mannes halt gesehen habe und einfach gesehen habe, irgendwie, wie kann ich dem halt helfen? Also dann Ansatz finden. Und ich glaube, dass von diesem Ansatz, wenn wir diese Schritte machen im Glauben, dass Gott dann einfach weiterführt. Aber wir müssen einfach den ersten Schritt machen. Also einfach mal anfangen und Gott wird es dann führen. Anfangen, ja. Natürlich der Prinzipien, die Gott uns gegeben hat, aber einen Schritt halt setzen ist wichtig. Das wäre vielleicht ein Aufruf an alle unsere Gemeinden. Ja. Dass wir also gemeinsam auch daran arbeiten. Absolut. Denn gemeinsam ist man dann doch deutlich stärker, als wenn man alleine kämpft, dass man als Gruppe vorangeht. Ja, würde ich mir wünschen. Wäre schön, dass wir das in den Gemeinden umsetzen können. Ja. Vielleicht der motivierende Aufruf an dieser Stelle dazu, auch die Bücher sich anzuschauen. Vielen Dank, dass du sie mitgebracht hast. Vielen Dank auch, dass du dich mitgebracht hast und mit uns über dieses Thema sprichst oder gesprochen hast. Ist, glaube ich, was uns alle interessiert, medizinische Missionsarbeit. Und auch ein herzliches Dank an unseren Zuschauern. Danke, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr euch mit uns Woche für Woche diese Sendung anschaut und wir gemeinsam so bestimmte Themen behandeln können. Und ich denke auch, medizinische Missionsarbeit ist gerade etwas, was für die letzte Zeit ganz wichtig ist. Und ich hoffe, dass wir alle jetzt ein bisschen motiviert sind, uns da reinzuarbeiten. Gottes Segen euch.